sehr unterschiedliche Menschen, sehr aufmerksam, sehr freundlich und in gewisser Weise, in schöner Weise naiv. Sie bringen eine ganz andere Energie, das habe ich gewusst und gehofft. Sie bringen ihre Ausstrahlung, ihre Persönlichkeit, dieses Internationale. This exercise make us funny, and then if we remember that our sheep and our hope of like this. The first time I see, he said, okay, you have to make like this, go this place, not make this movement, don't have to sing. So we don't know, when we go back in our place, so we talk about this, we say, what are we doing this place? What happened exactly? I was very interested because music, any kind of music or the acting, stuff like that, I am so fast to fall in love with it. My first time coming right side here, it was so funny, you know, because I was seeing many, many funny things, you know. So what's going on here? We are making all these kind of actions. Just remember, yeah? Before the first group is going to run, something dark is in front of the sun. Also in den Vorarbeiten war mir sehr wichtig, dass zu dieser sehr schönen und sehr speziellen Musik von dem Herrn Gluck, die ja wirklich die grausamsten Sachen in einen sehr harmonischen und beredten, aber doch im Grunde genommen schönen Klang verpackt. Wie kriegt man das in eine Beziehung zu heute und zu jetzt? Und die zweite Sache war, dass ich wusste, ich tue es in Karlsruhe und dass Peter Spuhler, der Intendant, innovatives Theater will. Und somit habe ich gedacht, wieso Ideen kommen plötzlich? Das wäre doch eine interessante Sache. Don't move, don't speak. Yeah, the music at first, it was like, it was so funny on me because I never listened to music like that before. I talked to my friend, I said, when this music is playing, I feel sleepy. Do you know that? When Rafael gave us the CD, then we go and play it in my house. It was like, I didn't understand. It's not for our. For me, I said, "Oh, this is not for our generation now. This is old music." Yeah. But yeah, it's the melody and everything. Now I start feeling it. Oh, the music, you know, is somehow strange for me, but it's cool. The voice that he's singing, the voice is very nice voice, very fantastic voice, you know. You know, we're really happy about it, you know, and we like the music, you know. Even my working place, you know, I explained to my boss there, you know, about the program, you know. Social connection is also good, and then, yeah, I love that too, meeting different people, knowing. The first thing was, it was like, okay, I'm going to meet so many people, I'm going to know so many people out there, so that's the feeling, that's why I say I will join the program, so that, you know, because I haven't known a lot of people, not like staying at home always, knowing very few people. So here I am now, I know a lot of people. Insofern ist ein Konzept auch immer ein sich wandelnder Grund. Es ist eine Schichtung von Ideen und Gedanken, die aufeinander geschichtet werden. Und so ist in der Arbeit, in der praktischen Arbeit, dann nochmal ein ganz neuer Anfang. Du hast ein Konzept und dieses Konzept ist nur dazu da, dir die Grundlage für die nächste Schicht, für die nächste Arbeit zu geben, indem du das aufnimmst, was dir von den Spielern, von den Sängern und in diesem Falle von unseren Gestrandeten entgegengebracht wird. Und das nimmst du auf und verbindest das mit deinen Ideen und dann kommt was Neues dabei raus. Und das ist wieder der nächste spannende Prozess in so einer schöpferischen Arbeit. Thank you.
she's singing Takadam, Badiyam, Bad. On five, Wurulum, the orchestra is playing the swing. You have to listen to the music. Yeah? The head in this direction. Wenn das verkörperlicht wird, wenn die Körper mit ihrem Gewicht, mit ihrer Ausstrahlungskraft, mit ihrer Erfahrung dastehen, dann wird man nochmal ganz neu inspiriert und oftmals geht man dann auch weg von den bis jetzt gedachten Sachen. Sie werden modifiziert, sie verändern sich von selbst. Und das ist auch gut, weil eins muss sich aus dem anderen entwickeln. Du kannst es nicht intellektuell aneinander setzen. Ich finde auch sehr schön, dass das Theater sich so darum bemüht, dass das nicht nur punktuell diese Inszenierung ist, sondern man in gewisser Weise eine Verantwortung hat, ihnen auch das Umfeld zu zeigen und sie wirklich auch einzuführen in unsere Art und Weise der Übersetzung von Realität in eine Kunstform, in diesem Falle in die Oper im Musiktheater. To me it was like a drama. Yeah, people are acting a drama. Something that happens and people are reacting it. That's how I feel about it. I never know, but I see the TV, but I never know. That day was my first day to see opera, to see people making their ideas. Not boring, you know. I mean, because before you get something perfect, you have to try to repeat it more and more before you come perfect. Because even a professional, if you want to be a professional, you have to be rehearsing every time so that they can get, you know. So it's cool, you know. Bam, and go slowly down. And try, please. And go. Bam, and slow, 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 like in a bird. Much better. Thank you very much. Es ist eigentlich besser gelaufen, als ich dachte. Man kann sich das schwer vorstellen, denn man hat ja noch nie mit Menschen, die also geflohen sind aus anderen Ländern, zusammengearbeitet. Insofern hatte ich keine genaue Vorstellung, wie das wird. Aber es ist richtig spannend und auch sehr schön geworden, die Zusammenarbeit. Tired if I'm coming. I go from work immediately. I come straight here. Like today, since in the morning I left my house, I didn't go back there. Yeah. The best thing is, for me, I have fun. I enjoy it. I have fun for me. I really enjoy it and I like it. I know. I mean, all my friends, everybody enjoy it because we have a lot of fun here. Das Allerwichtigste am Theater ist eben, dass man bereit ist, dass man neugierig ist, dass man offen ist, nicht vorgefertigt, dass man es besser wüsste oder wie es zu sein hätte, sondern dass man sich aufschließt und der jeweiligen Probe und der Situation offen gegenübertritt. Und da haben wir die besten Voraussetzungen.